Wollte nur mal kontrollieren, ob ich alle mitgenommen habe. Auf. Pilz. Jetzt springen. Wow. Okay. Nur für so ein Klöderkram, ey. So, sonst habe ich nichts mehr, ne? Sehr schön. Oh, doch, auf der anderen Seite diesen Tempel noch. Yay! Yay, Tempel! Freuen wir uns so. Ich habe immer das Gefühl, ich bin schneller, wenn ich hüpfe. Keine Ahnung, ist das normal? Habe ich zur Seite überhaupt irgendwas zum Ausbauen? Nö. Ich könnte was machen. Was ganz Lustiges. Haha. Ich nehme einfach für das erste Outfit. Einfach so. Ja, da ist so ein Bumm und hier ist so ein Zeugs. Ja, kann ich anzünden? Das ist sehr schön. Das hier könnte ich mit dem Feuerpfeil anzünden. Ah, so. Den da oben auch. Oh, ich sehe was. Ich könnte was versuchen. Nicht? Anscheinend nicht. Oh, da oben ist noch was. Muss ich hier irgendwo rumklettern? Kann das sein? Oder muss ich da hinten erst irgendwas anzünden? Anscheinend. Okay. Also habe ich jetzt nur kurz Zeit hier rüber zu klettern. Und dann sehe ich auch noch nichts. Oh, ich bin schon oben. Ja, sehr schön. Fähigkeitspunkt, oh wie schön. Ob ich krepiere, wenn ich runterspringe? Zum Glück nicht. Was nehme ich denn? Davon nicht. Nee. Was nehme ich hier von den Bogen, Meister? Meisterbogen?
Kann ich erstmal nehmen, ne? Drücken Sie Y, während Sie den Bogen benutzen, um betäubte Feinde mit dem Pfeil. Ah, okay. Achso, nee, das ist ja wieder. Begreife ich nicht, aber egal. Vielleicht begreife ich es noch nicht. Dafür muss ich erstmal anständig kämpfen lernen. Ach so, das ist ein Gebäude, ja. Da wäre ich jetzt noch reingegangen, ja. Das vergesse ich nicht. Obwohl ich vieles vergesse. Wow, ja, ich weiß, wo es lang geht, ja. Ja. Krieger der Sturmwache. Wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Back. Genau. Jetzt wird einfach mal nicht das Ding ins Grau. Es fängt einfach nur der Scheiß an zu leuchten. Wow. Vogel. Gott, wie geil dieser Vogel einfach nur rum. Ach Gott, ich weiß auch nicht. Normalerweise so. Alle Gliedmaße bewegen sich so Ragdoll-mäßig. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es heißt. Und er macht einfach mal so Zustand stehen, blöd, tot, keine Ahnung. Alter, das ist doch Abfuck, ey, was ist denn das? Käfige, Wölfe, wie die im Wald, werden die hier gezüchtet? Nee. Ach, ich weiß was. Oder auch nicht. Ich wollte da oben an die Stange springen. Und dann hätte mir dieses Viech darüber geholfen. Nicht so. Muss ich nicht alle abmuxen? Oh, ich krieg Erfahrungspunkte dafür. Aber wozu die Brandpfeile verballern? Hallo, jetzt stirbt doch einfach. Alle tot. Ah, ich könnte jetzt alle looten, wenn es offen wäre, lol. Bringt mir gute Erfahrungspunkte, hä? Moralisch verwerflich, aber okay.
So. Was ist, wenn ich einfach ranspringe, so? Ah. Nein, sie lässt direkt wieder los. Elchi! Jetzt hilf mir doch! Du Dummdödel, du! Ja, komm hier, so. So. Ah, da ist auch noch eins. Ja, sehr schön. Geht das wieder? Nö. Hm. Oh. Hä? Ich dachte mir gerade so, spring ich da jetzt rein oder nicht? Nee, lieber nicht. Es wird wieder hell. Brackenstadt. Hm? Nee, dieser scheiß Instinkt-Scheiß ist gerade irgendwie verbuggt, das verstehe ich nicht. Hm. Bist du da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Ich passe doch immer auf mich auf. Das kann ich. Haha. Ha. War ich schon mal hier? Hier war ich doch schon mal, oder? Letztens. Oh. Ja genau, von da hinten und so kam ich. Das hier ist neu. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Mhm. Oh mein Gott. Wie haben die das alles hier gebaut? Beziehungsweise. Sind da teilweise noch diese Ruinen von. Vom Zweiten Weltkrieg.
Oder so. Krasse Sache. Munition, das ist schon mal sehr schön. Das weiß nichts Gutes. Sieht aus wie ein Schiff, hä? Ein bisschen. Aber so weit oben? Warum überhaupt? Ich verstehe es nicht. So ruhig. Boah, bei solcher Höhe kriege ich selbst nur beim Zuschauen einen Schiss, ey. Übel. Fuck, ich wollte mich eigentlich ducken und die scheiß Munition nehmen. Ich schieße immer viel zu tief, ne? Scheiße, wo sind die anderen denn, ja? Alter, wo ist denn der Arsch? Meine Fresse. Ach so, lol. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, wat? Scheiße, falscher Winkel. Oh nein, Mann. Meine Brüder töten, muss sterben! Oh, schade um den ganzen Loot, ne? Das hätte ich vorher überlegen sollen, Junge. Keine Chance, keine Chance. Ich wollte eine Granate rüberschmeißen. Keine Chance.
sollte doch loslassen.